Es waren wahrlich keine einfachen Bedingungen beim 19. Eversener Brunnenlauf am Sonntag. Zwar führte ein Großteil der Strecke durch das schattige Eversenholz, doch die rund 2600 Läuferinnen und Läufer kamen natürlich trotzdem gehörig ins Schwitzen. Bei drei Schülerläufen, dem Firmen- und Schnupperlauf sowie dem 10 Kilometer Volkslauf wurde dabei mitunter ordentlich Tempo gemacht. Zahlreiche freiwillige Helfer sorgten dafür, dass auf der Strecke und im Ziel jeder Teilnehmer mit den nötigen Erfrischungen versorgt wurde. Entlang der Strecke versammelten sich jede Menge Zuschauer, die die Sportler während der Läufe anfeuerten. Als weiteren Ansporn für den Besuch des Brunnenlaufs fand auch in diesem Jahr wieder ein großes Straßenfest auf der gesperrten Hauptstraße in Eversen statt. Die Geschäfte hier hatten ebenfalls geöffnet. Zwischen Attraktionen für Kinder, Bier- und Bratwurstbuden sowie Live-Musik entwickelte sich eine tolle Atmosphäre. Dafür war das sommerliche Wetter bestens geeignet.